Katie Price feiert zum 8. Mal Verlobung. Mit diesen Männern will sie in der Vergangenheit schon vor den Altar treten. Das Model hofft schon seit Monaten auf einen Antrag von ihrem Freund Carl Woods. Dabei sind sie und der 11 Jahre jüngere Autohändler erst seit Juni 2020 ein Paar. Jetzt hat sich ihr sehnlicher Wunsch tatsächlich erfüllt. Katie und Carl sind verlobt. Bevor er vor der 42-Jährigen auf die Knie geht, fragt Carl ganz traditionell noch Katies Eltern um Erlaubnis. Auch ihr 15-jähriger Sohn Junior gibt dem ehemaligen Love Island-Kandidaten im Vorfeld sein Einverständnis. Wir haben viel darüber gesprochen. Daher wusste ich, dass er es tun würde. Ich wusste nur nicht wann. Es war großartig. Erzählt Katie von dem lang ersehnten Antrag. Die fünffache Mutter ist sich absolut sicher, jetzt den Mann fürs Leben an ihrer Seite zu haben. Es ist erfrischend, mit einem Mann zusammen zu sein, der sich um mich kümmern würde, wenn ich beschließen würde, nie wieder arbeiten zu wollen. Ich liebe ihn einfach. Die Verlobung mit Carl ist aber bei weitem nicht Katies erstes Ja-Wort. Tatsächlich verlobt sie sich zuvor schon 7 Mal. Aber wer sind all die Männer aus Katies Vergangenheit? Ihr erstes Eheversprechen gibt die damals 19-Jährige im Jahr 1997 Gladiator-Star Warren Furman. Doch schon kurz nach der Verlobung geht die Beziehung wieder in die Brüche. Der zweite Mann ihrer Träume ist Unternehmer Scott Sullivan. Er schenkt Katie 2004 einen Verlobungsring, kurz bevor sie ins britische Dschungelcamp einzieht. Doch ihre Liebe überlebt die Reality-Show nicht. Dort trifft das Ex-Boxenluder nämlich auf ihren Verlobten Nummer 3, Peter Andre. Schon ein Jahr nachdem sie sich vor laufenden Kameras kennenlernen, treten Katie und Peter gemeinsam vor den Traualtar. Und zwar wieder vor laufenden Kameras in einer XXL-Zeremonie. 4 Jahre und 2 gemeinsame Kinder später ist es mit dem Eheglück aber wieder vorbei. Lange alleine bleibt die Reality-Beauty damals aber nicht. Nur wenige Wochen nach ihrem Eheaus kommt Katie mit MMA-Kämpfer Alex Reed zusammen. Nach gerade einmal 7 Monaten schwören sich die beiden in Las Vegas die ewige Treue. Am Ende hält ihre Ehe allerdings nicht mal ein Jahr. Doch schon im Jahr drauf hat Katie wieder einen Verlobungsring an ihrem Finger. Dieses Mal geht Model Leandro Panna vor ihr auf die Knie. Aber auch diese Romanze ist nur von kurzer Dauer. Noch im selben Jahr machen die beiden Schluss. Deutlich erfolgreicher läuft es da schon mit Kieran Haler, Verlobter Nummer 6 und Ehemann Nummer 3. Schon einen Monat nach ihrem Kennenlernen im November 2012 macht der ehemalige Stripper ihr einen Antrag. Nochmal knapp 30 Tage später stehen die beiden dann vor dem Altar. Doch die Ehe geht nach 6 Jahren in die Brüche. Zu guter Letzt sagt der TV-Star noch Ja zu Personal Trainer Chris Boysen. Die beiden lernen sich schon kurz nach der Trennung von Kieran kennen. Bis zum Ehegelübde schaffen sie es allerdings nicht. Trotz all dieser Rückschläge glaubt Katie aber, dass die Ehe mit Carl für immer halten wird. Sie kündigt sogar an, zum allerersten Mal den Nachnamen ihres Mannes annehmen zu wollen. Aus Katie Price könnte also schon bald Katie Woods werden.